und willkommen zu einer Runde Survival Games, liebe Leute. Heute gibt es wunderbare Themen zum Ansprechen und auch zum Ausplaudern und vielleicht auch zum Geheimnis entlüften. Na, das mit den Geheimnissen war natürlich ein bisschen gefaked, weil ich habe natürlich keine Geheimnisse für euch. Ich mache ja immer alles offen und ehrlich mit euch, ne? Aber ich habe ein ziemlich cooles Thema. Und zwar, beziehungsweise erstmal habe ich eine kleine Anregung. Natürlich bin ich da, das reichte schon als Anregung genug. Ich habe Kommentare bekommen. Mach doch wieder mal ein bisschen mehr SG. Bitte, 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 mach SG. Und weil ich SG so gut auf T reimt, dachte ich mir, mach's SG. Weil T, ohne T kann man auch nicht leben. Vielleicht, wenn man krank ist. Dann braucht man auch T und deswegen SG. Es ist halt okay. Also, wir wollten etwas ansprechen. Mit wir meine ich natürlich ich, weil ich derjenige bin, der das gerade hier aufnimmt. Aber auf jeden Fall gibt es am Samstag, ja, am 27.02., das ist, glaube ich, richtig, Februar haben wir, ja, alles klar, gibt es einen Livestream. Und zwar nicht nur irgendeinen Livestream, sondern eben einen, ich würde gerade 4-Stunden-Livestream sagen, das wäre aber falsch gewesen. Nein, einen 12-Stunden-Livestream. Wir werden am Samstag von ungefähr 10 Uhr bis 10 Uhr abends, also von 10 bis 22 Uhr streamen. Warum das Ganze, wer es nicht genau weiß, ich mache ja Ende März mache ich eine Deutschlandtour. Sprich, ich bin in ganz Deutschland so ein bisschen unterwegs und dafür sammle ich quasi ein paar Spenden von euch. Falls ihr irgendwie das unterstützen wollt, was ich da vorhabe, eben jeden Tag unterwegs zu sein, von einer Stadt zur anderen zu wandern, nur um jeden Tag mit euch ein paar Fantreffen zu machen in verschiedenen Städten in Deutschland, sehr gerne nochmal die Videobeschreibung abchecken. Dort sind eben die ganzen Städte drin, wo ich zu finden bin. Und wer da eben Bock drauf hat, kann auch super gerne dann eine Kleinigkeit spenden. Von 2 Euro bis Open Air ist alles offen, mehr oder weniger. Würde mich sehr freuen, wenn wir da ein bisschen Unterstützung bekommen, dass wir da uns auch was, so Spritkosten und so schon mal wieder reinbekommen würden. Oder. Fände ich persönlich sehr, sehr geil, wenn, ja, einfach so. Also, wenn ihr Bock habt, macht es sehr gerne. Wenn nicht, dann auch sehr gerne nicht. Ich zwinge hier niemanden, dem ich sage, du musst jetzt unbedingt spenden oder so. Ist immer alles eine freiwillige Angabe. Muss man immer vorsichtig sein bei so Spendenaktionen. Da kommt immer so, du hast doch YouTube-Money, du kannst dir das doch alles easy kaufen. Ja, natürlich habe ich 1 Million Euro YouTube-Money, aber die gehen für meinen Lamborghini drauf. Das ist halt, was soll ich da tun? Und für meinen ganzen Kaviar. Sorry, Leute, ich kann halt nicht, ne? Und so. Nein, Quatsch. Also, natürlich habe ich nicht 1 Million Euro zur Verfügung, sondern eben auch nur ein ganz, ganz kleines Gehalt. Das ist natürlich, ist halt wahr. Es ist halt so. Ich habe ja auch Ausgaben, liebe Leute. Ich habe auch Ausgaben, die ich tätigen muss. Wohnung, Auto, Handy. Klar, Auto ist Luxus, aber trotzdem ist es ein Auto. Aber ohne Auto würde ich nicht zu euch hinkommen. Ne, müsst ihr auch mal so sehen. Hat auch was mit euch zu tun, so ein bisschen. Habe ich schon vor 4 Jahren schon schön vorhergesagt, gesehen, dass ich das mal bald machen werde. Deswegen habe ich Auto geholt, nur wegen euch. Ja, könnt ihr mal gucken. Auf jeden Fall streame ich auf meinem eigenen Channel, twitch.tv anyartlp. Link auch dazu in der Videobeschreibung. Und dort gibt es dann weitere Sachen. Wir spielen natürlich mehrere Spiele. Wir zocken auf jeden Fall Minecraft natürlich ganz ausgediegen. Wenn ihr Spielewünsche habt, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin für alles immer offen. Und offen bin ich auch für den Sprung hier ins Wasser, damit wir hier was haben. Wir haben noch keinen Spieler gesehen. Was ist denn da los? Wir spielen beide auch Team SG, weil alles andere nicht so voll war. Habe das halt Texture-Pack drin, weil ich mein Harnisch ist wieder Default. Das ist ein bisschen komisch. Da haben wir Typen. Guck mal, da ist das aber auch nicht so, na, das ist aber auch nicht so gut Equibrinus. Ja, es geht natürlich da rein. Oh, er ist schon down. Guck mal, der hat doch einen Eisenbarren gedroppt. Sogar 2. Nein, es war doch kein... Doch, das ist ein Eisenbarren gewesen. Gut. Dann können wir uns ein Eisenschwert machen. Sogar. Und damit könnten wir die Runde tatsächlich schon eigentlich relativ gut bestreiten. Ich glaube, auf dem Schiff ist die Werkbank, ne? War das so? Ich glaube schon. Ich spiele super selten mittlerweile SG. Ich verlerne viele Dinge. Aber ich verlerne eins nicht, und zwar meinen Humor. Das ist die falsche. Ja. Die falsche Schiff. Andere Schiff, bessere Schiff. Ja. Auch andere Mütter haben schöne Schiffe. So, wir gehen jetzt auf... Aha, wir haben auch einen Stick bekommen von ihm, oder? Ja, natürlich 3 Sticks sogar. Nicht nur 1 Stick, sondern 2 Sticks, sondern 3 Stick. Finde ich voll dreistig von mir, dass ich so Witze mache, ne? Ich finde es voll dreist, 3 Stick von mir, so Witze über 3 Sticks zu machen. Finde ich überhaupt nicht gut. Sorry für die Dreistigkeit. Ich bin heute gut drauf. Ich bin sehr gut drauf, weil ich sehr wenig Schlaf hatte. Sobald ich wenig schlafe, bin ich immer so ein bisschen überdreht. Das habe ich oftmals. Aber momentan ist es schön, wenig Schlaf zu haben. Wenn man das tut, weil es so ist, dann ist es schön. So, kann ich bitte einmal Harnisch, natürlich, das Eisenharnischwert. So, haben wir gemacht. Wir haben jetzt richtig guten Stuff dabei. Mehr oder weniger. Eher weniger als mehr. Obwohl Schuhe, wenn noch, haben wir auch Schuhe. Wir haben, sind fast voller Ironie. Das finde ich immer gut. Und da hinten waren noch 2 Typen, die ich vielleicht jetzt ganz gerne mal so langsam, aber sicher, habe ich auch Pfeile. Nur 1 Pfeil. Kann man auch irgendwelche Witze über 1 Pfeil und 2 Pfeil machen? 3 Pfeil? Weiß ich nicht. So, da oben ist ein Typ.
der gerade runterspringt. Ja, okay, wir gehen mal einfach weg und tun mal so, als würden wir hinten an irgendeine beliebige Kiste rangehen wollen. Vielleicht, damit wir so tun können, als wären wir gerade ein bisschen Brain AFK. Damit wir den Typen gleich schön wegturnen können. Das ist immer so die Taktik, so hier, okay, da ist die Truhe. Ne, habe ich leider nicht bekommen, die Truhe. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber ja. Ich kann natürlich anderen, komme ich da irgendwie noch nach oben? Nee, ne? Ich kann aber zürnen und dann zürne ich einmal mein Leben. Da können wir mal eben kurz wieder hier reingehen, damit wir nicht so viel Schaden bekommen und so, ne? Da natürlich noch mehr Feuerzeug gleich. Müssen wir ein bisschen aufpassen vor dem ganzen Feuerzeug-Gedöns. Ups. Naja, er will wieder placen, wie man merkt. Er macht das schon nicht so schlecht. Dann haben wir aber, hat er ja schön gemacht, aber wir haben sehr viel mehr an Leben als er wahrscheinlich. Mal eben kurz, können wir das auch wegmachen? Hätten wir machen können. Er läuft aber auch schon wieder weg, das ist ein gutes Zeichen. Weil er dann, doch, ups, er ist endlich mal down, das Ding. Dann gehen wir jetzt nochmal eben hin und holen uns den Typen hoffentlich. Wunderbar, da ist er down. Wir überleben das Ganze auch natürlich. Ja, er war natürlich sehr viel mehr Robert Downey Jr. als wir. Hat aber das bessere Schwert als wir. Dementsprechend haben wir es doch ganz okay gemacht. Wir können mal, ja, nicht wegschmeißen zwingen. Wir lassen es mal da unten drin, so. Natürlich mit dem, er hat das Placement, hat er sehr gut gemacht. Das Feuerplacement war schon extrem gut. Da bin ich dreimal drauf reingefallen. Aber ich bin noch keine Person, die dann irgendwie da weggeht oder. Ich gehe einfach drauf. Meistens ziehe ich immer den längeren. Weil, wieso Party? Was will Killer Crafter jetzt? Ohne Witz. Junge, hol dir mal andere Freunde. Ja, sorry. Ja, sorry, von wegen, ja. So. Mann. Jetzt hast du das Gedingenst. Soll ich mal eigene Freunde suchen, dann auch sorry schreiben. Jetzt, ich will nur Abos farmen, deswegen mache ich jetzt mal kurz und dann habe ich Abos gefarmt und jetzt wissen alle, dass ich Killer Crafter heiße und mein Kanal Killer Crafter auch heißt und jetzt gehen alle auf meinen Kanal und abonnieren mich. Ne, das ist die Masche immer von den Leuten, ne? Das ist typisch Masche. Das ist immer so, weißt du, so, ich kenne Luke. Luke Skywalker ist wirklich immer so. Gut, wir haben Deathmatch, also nicht vergessen, Livestream 27.02. am Samstag von 10 bis 22 Uhr. Bringt Geld mit und auch Schokolade und so, falls ihr den ganzen Spiel verfolgen wollt und auch essen und trinken und alles mögliche. Und dann geht's eben ab und so. Was auch abgeht, ist Deathmatch gleich, weil nämlich wahrscheinlich ein Team dabei sein wird. Es wird auf jeden Fall ein Team dabei sein. Okay, ein Zweierteam wahrscheinlich. Eventuell, oder, ein Zweierteam, Fragezeichen, Magezeichen, ich weiß es nicht genau, wir holen uns mal eben kurz das Dierschwert hier raus, haben wir eben mal, kannst uns eben spontan gegönnt. Die Frage ist, Junge, hast du nicht gesehen, dass ich da schon da war gerade? Ja, er trifft mich relativ gut gerade, ja, ein Herz nur noch, das ist natürlich, auch ein Team dabei, ja, wir sind down, es war auch ein Team, ne, die haben sich gegenseitig gepusht, das ist immer das Problem mit so einem Team, dann kann man natürlich nicht so viel machen, hätten wir auch so nicht geschafft, glaube ich, und die beiden, denn da sind die beiden, ja, gut, ne, bei einem Team ist immer das Problem, dass es ein Team ist, das ist halt normal, haben wir aber auch nicht gut gemacht, den ersten Start, wir haben eine gute Kombo kassiert, haben auch zu wenig Knockback bekommen, aber ist ja egal, es ging ja nur um die reine Information, bis zum nächsten Mal, und so, dann haben wir es gut, tschüssikowski!